Ja, herzlich willkommen und grüßt Gott an alle YouTube-Fans. Genau, Fans. Wir haben keine Fans. Egal. Naja, hier ist wieder Crowtech mit Alan Wake und wir spielen jetzt hier in Season 3 bei Alan Wake weiter. Ne? Genau, wo wir aufgehört haben und gleich geht's weiter mit dem Horror-Trip mit der alten Schachtel. Die ich jetzt schon nicht mag. Nein, ich auch nicht. Aber wer weiß, wahrscheinlich wird das so eine Wendung haben. Zum Schluss rettet sie unser Leben und wir kriegen Tee und Kekse bei ihr. Ich weiß nicht, was habe ich mit Tee und Keksen? Ich weiß nicht, was du mit den scheiß verfickten Kekse hast. Vielleicht strickt sie uns ja auch einen Pulli. Ja, wer weiß. Wir sind weiter. Ein Pulli, Socken, wäre doch schön. Ja, sieht ziemlich kalt aus, ich meine Nebel, hallo. Rettet die Wahl. Rettet die Wolse. Oh! Wow! Scheiße! Der wirft mir irgendwas! Oh, woher kriegt der das Zeug? Wie viel hat der eingezogen? Ich seh nichts! Ich seh nichts! Oh, Scheiße! Ich wollte gerade ausweichen. Nein! Er lebt doch! Nein! Ich drücke nicht! Ist tot! Ja! Nee! Ja, okay. Oh Mann, Alter! Headshot! Es ist erst der Anfang vom fucking Spiel! Ich bekomme jetzt schon fast einen Herzinfarkt! Ja, bitte, ich mach das schon! Bitte, der Kokos muss Herzinfarkt! Komm schon, spring hoch, Mann! Du bist wohl da auf dem Feld, ja? Ja, er kriecht hoch, das siehst du! Er kriecht hoch! Mir gefällt das hier nicht. Ich muss dir ehrlich gestehen. Achtung, lebende Monster arbeiten hier. Vor allem wäre cool, wenn man ein bisschen mehr interagieren könnte, weil zum Beispiel eine Motorsäge oder eine Axt nehmen, aber das wäre doch ziemlich cool. Ich musste einen anderen Weg nach oben. Und jetzt kommt sicher das Licht wieder und repariert den ganzen. Oder du musst ein. Nein. Musst irgendwas umwerfen. Nein, ich muss den Barry töten. Du musst immer töten. Ich will immer töten. Es ist jedes Wochenende das gleiche. Ich will ausgehen. Nee, ich muss jemanden töten. Aber eigentlich ist da auf der anderen Seite weitergegangen. Na, schau mal. Immer falsch. Nee, also ich dachte, da oben ist das Licht. Hier da konnte ich nicht bleiben. Es musste doch einen Weg hinaufgehen. Da ist irgendwas. Alles, was blinkt, kann angepasst werden. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator geht sein. Geht mir nicht mit mich, oder? Ist irgendetwas passiert? Nee. Das Licht ist rot. Ja. Ja, da oben ist eine Leiter, vielleicht kommt man da weiter. Da kann sicher nicht mehr Leiter. Oh, der kann. Er kann klettern. Die Leiter hochklettern. Wahnsinn! Einen Generator finden, ne? Da oben wird. Ach so, da musst du dann drauf. Da kommt sicher der Kran rüber. Jetzt musst du. Da unten ist eine Thermoflasche. Ja, Thermoflasche. Oh, die Baugeräte gefällt mir schon wieder überhaupt nicht. Da ist der Generator. Ja. Egal. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Kein Stuntman. Da. Vor allem die alten Männer. Schau, hier steht sogar einen Generator finden. Ja, das ist doof. Hab ich dir ja gesagt, einen Generator finden. Entschuldigung, nächstes Mal befolge ich deinen Worten. Wer kann hier nicht lesen? Ja, Thermosflasche nehmen. Geh weg. Tut mir leid, wenn mir ab und zu der bayerische Dialekt durchkommt. Ja, der bayerische. Ja, also. Oh, da geht's. Oh nee, ich hab keinen. Oh, drei. Ich will das Spiel gar nicht erst anfangen, weil ich weiß, ich pack dann ab den ersten, zweiten. Zwei habe ich schon. Scheiß Revolver. Der lädt zu langsam auf. Sehr schön. Nicht mal. Prima gelöst, oder? Batterie brauchst du auch keine aufbrauchen, die lädt sich nach. Ja, Wasser. Jetzt nicht, ja. Sollen wir da reingehen? Ja, natürlich. Ja, warte, vielleicht kommt da eine Zwischensequenz. Das okay. Cool. Wahrscheinlich. Schrotflinte! Jawohl! Zwei Schuss. Besser. Schau, Manuskript. Und schon wieder lesen. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kam. Ich wirbelte herum,
gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkrach. Ja, das war da bei der Hütte unten. Ja. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. So, ich hoffe, ihr habt das Alex gelesen. Ja, sie können ja das Video anhalten. Ja, natürlich. Okay. Wir tun ja auch nur sowas, wie aber wir die Tür ist zu. Ja, endlich mal eine bessere Waffe, weil da gibt es wieder wahrscheinlich keine Munition dafür. Nein. Jetzt musst du sicher beim Fenster raus. Oder das ist eine Schwingfalltür. Okay. Das kommt nicht. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Ich will hier gar nicht drauf, wenn ich ehrlich bin. Will ich das gar nicht. Tu es, komm schon, tu es. Tu es. Oh, dann start the engine. Das ist aber ein ziemlich schweres Kühlschrank. Das ist sehr anspruchsvoll. Und? Ja, ah, jetzt kannst du ja. Lampe leuchtet. Grün. Mit Licht. Ja. Yeah. Mit Licht. Also kommt hier viel Scheiß. Ja. Und jetzt hast du zwei Licht. Nicht einmal hier und einmal da drüben. Also das ist sehr gut. Nein, und für diesen Traktor gehe ich nicht durch. Naja, der kommt sicher runter oder so irgendwas. Bagger. Die Repair Bagger. Repair Bagger. Etwas Sponsoring für die Repair Productions. Production. Baumaschinen Production. Ah, du musst das auch noch. Der kennt sich aber ziemlich gut aus mit allen. Dass das so ein Schriftsteller ist, ja. Schau, ich muss hier runter. Ey, da ist auch ein Licht drauf, ist auch cool. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen uns hier runter abschütteln. So, ha? Ja. Ja, würde gut. Ich auch sagen, weil sonst wäre die Leiter ja ziemlich für den Arsch. Leiter! Wuhu! Klettern! Wuhu! Klettern! Ich habe vergessen, wie man klettert. Oh mein Gott, das kommt in meinem Buch. Aber hier oben ist auch ein Kran. Ja, der ist... Der ist für die coolen Bauarbeiter. Yeah, yeah. Wie springt man auf A? Auf A, ja. Nein, das ist... Nein! Ja, oh, wohl. Yeah. Da sieht man wieder Half-Life 2 Zocker, komm weiter, leben. Oh. Half-Life. Oh. Dosenbier? Mich wundert es, dass du nicht gleich drauf geschossen hast. Ja, ich wollte kurz den Finger zücken, aber nein. Dann hast du dir den Fuß geschossen. Project the Darkness. Schrotflintenmunition, yeah! Und ein Radio. Oh. Schon wieder, haben nicht mal gestartet, oder? Nö. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Wir haben wieder mal die Uhr vergessen. Ich hab's fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, wird euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ja. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn ich nicht? Ja, machen wir bis... Ja, machen wir noch ein bisschen Seegang. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Oh Gott. Mit ihr konnte ich mich retten. Ah ja, mit Alice ihr konnte ich Alice nicht. Retten. Ja, hast du ihren Namen vergessen? Ja. Und was ist jetzt? Thermoflasche. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin oder falsch. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Irgendwo drehen wir nochmal rum. Das ist hier nicht so. Mach die besten Hotpacks im Stall. Ja, schon wieder. Der Magenspringer ist der beste. Gar keine Frage. Der Monster. Das ist ja das Schlimmste, wenn man keinen sieht. Ja, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas. Los, Mission. Mhm. Yay! Ja, Leuchtpistole. Jetzt hast du zwei Schuss, oder? Ja. Zuerst hattest du einen. Ja. Yay. Toll. Oh. Ich glaube mit der Leuchtpistole kann ich ihren Schild komplett zerstören. Ja, da kannst du gleich drauf schießen, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Und die sind dann gleich tot, ja.
deswegen wirst du auch nicht so viel Munition bekommen. Also, sie haben sich schon ein bisschen was abgeschaut von Silent Hill, der Nebel. Wecken wir mal auf die Schrotflinte. Oh, ja. Wie viel hast du? 6. Ja. Ja, ich habe eine doppelläufige, das ist schlecht. Naja, wenn du triffst. Naja, du weißt doch mein Ziel. Ja, man hat's gesehen, du hast die eh platt. Oh nein. Oh, oh nein. Muss ich klappen. Oh ja! Zumindest umdrehen. Oh! Oh! Ah! Hätte mir das auch einen. Ja, siehst du? Oh! Im Rücken. Ich wusste es, ich wusste es. Noch einer? Nee. Nee. Kannst du jetzt schnell drehen? Hast du das rausgefunden? Nein. Nee. Noch nicht. Nein. Geht nicht. Na, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Checkpoint. Dann Schnitt, oder? Gewehr? Oh, noch einer. Oh! Ja, die müssten sich jetzt eigentlich selbst aufmachen. Oh, oh, scheiß Dunkelheit. Oh, ausweichen auf das Fenster. Ja, das ist. Wenn man das von Gears gewohnt ist, mit A wegrollen. Ja, ja. Vergisst man ja einiges. Mach mal Schnitt. Ja. Okay, ich drück mal auf Pause. Was war das jetzt? Ja. Man soll immer aufhören, wenn das am schönsten ist. Und das ist es jetzt eigentlich gerade gar nicht. Ja. Ich glaube, das Spiel wird sowas von nicht schön einfach. Aber es gefällt mir bis hierhin. Ja, sehr es gut. Ist, es ist cool, aber ich weiß schon, warum ich mir einen Kollegen eingeladen habe. Naja, wir sehen uns, wie gesagt. Im vierten. Ja, im vierten Tag. Man glaubt es kaum, wir schneiden jetzt mal. Das wird dauern. Also, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.